zurück zu einer neuen Folge Blade of Warships. Ja, ich existiere auch noch, nachdem ich keine Ahnung, wie lange keine Videos mehr gebracht habe. Ja. Grüße von Wuhan. Danke schon mal dafür. Es gab ein neues Update, neue Karten, die drei neue Schiffe, nee, doch drei neue Schiffe gab's, neue Karten. Ach, warte mal, ich bin zweitstärkste. Ja. Gut, auf jeden Fall haben wir schon eine H41, was gut ist. Die Gegner haben dafür aber auch eine H41. Hier Martin Montana. Ja, Tago da vorne. Ja, Tago ist, wenn ihr Tagos gut spielt, dann ist es nicht gut. Diese Aussage bringt sehr viel. Nein, schon mal guten Damage. Schuss drauf. Nice, 15k. Spätestens gehen vorbei. Ach, Scheiße. Aber, ist das da vorne? Ihr habt jetzt den Flugzeugträger. Ja, und die Kollisionsgefahr, gab es auch eine neue Animation. Oder was heißt Animation? Benachrichtigung. Nice, mit Torpedo sogar noch. Geil. 138k Damage und Kill, okay, fängt schon mal gut an. Das ist da vorne eine Yamato, das wird übel. Ja, da oben wird es auch. Ach. Und über dem Feuer wird auch eingeblendet jetzt. Ob man Kills macht oder. Ja, man Kills macht und da gibt es auch noch neu hinzugefügt wurde. Klasseste. Ach toll. Überlebe ich 16 Minute. Hoffen wir es, weil ich da eigentlich nie Bock hab. Beispielsweise so ein Sach einzusetzen. In 5 zu 5. Was ist da vorne für ein Schiff? Missouri. Und die Montana auch. Der fängt ja schon mal gut an. Das war's dann eh mit der Runde. Ach toll, er hat noch die Yamato dazu. Was wird dazu noch alles kommen? Das war's dann. Geil, nochmal 34.000. So drauf. War echt eine geile Runde. Ja, der Kampf wir verlieren, deswegen. Ciao.